Ja, und somit herzlich willkommen zurück zu Formel 1 23. Wir gehen in ein 100% Rennen in Japan. Bevor es natürlich losgeht, schauen wir mal auf die Tabelle. Eigentlich lief es ganz gut in Monza hier. P3, eigentlich ganz nice gewesen. PJ vor mir, okay. P2, aber ja, okay, da ist eh weit genug weg. Nach hinten natürlich. Cyber, Cookie, Olli, ja, sind alle noch so ein bisschen weg, natürlich. Wobei Cyber eigentlich nur 5 Punkte, also da haben wir das gut gemacht. Beziehungsweise den haben wir überholt. Moment mal. Okay. Aber gut, Cookie hat ein bisschen aufgeholt, natürlich. 10 Punkte. Ist jetzt nur noch 9 entfernt. Ja, da kommt auch so langsam rüber. Wenn man in die Teamtabelle schaut, diese 18 da oben, keine Ahnung, 44, 44, 34, 18, es geht rasant bergab. Auch mit Ferrari von 35 auf 3 Punkte. Alpine hat 23 Punkte gemacht, 20 Punkte aufgeholt, nur noch 10 Rückstand auf Ferrari und somit 10 Punkte auf P2. Da sind wir mal gespannt, wie es heute in Japan laufen wird. So, wir kommen gleich in eine schnelle Runde. Ja, diesmal wieder nur ein Red Bull dabei. Das heißt, 30 Punkte mal wieder nicht möglich. Hätten die mal die ganze Saison so gespielt, so einigermaßen, dann wären die nicht so weit voraus gewesen. Hey. Wäre es mal ein bisschen spannend da vorne gewesen. Aber nun gut, spannend wird es hier mit den Ferraris. Heute kein Tiger dabei, dafür Olli. Die wechseln sich gerade ab. Letztes Mal war Olli nicht dabei, aber Tigerchen dabei. Aber dafür beide Alpines wieder. Wir müssen angreifen. Und mal schauen. Hatte am Anfang auch wieder so ein bisschen Probleme mit dem Setup, aber ich bin jetzt der Meinung, habe es dann noch ein paar ganz gute Einstellungen gefunden. Klar, den einen oder anderen Korb muss man ein bisschen drauf aufpassen. Und dann halt so schön geschmeidig durch. Und dann mal gucken, von welchem Platz wir starten. Oh, das war ein bisschen weit raus. So, vor uns auch gut Platz. Keiner im Weg. Während Proti schnellste Runde macht, aber ich weiß gar nicht. Oh, ne, 6 Zeiten müssten schon stehen. Ich gerade hier auf Platz 7 stehe, obwohl ich ja noch keine Zeit abgelegt habe. Oh, hier auch nicht so gut, hier weit rausgekommen. Aber wir haben ja noch genug Zeit, um uns ja zu verbessern oder noch einen zweiten, dritten Versuch zu machen. Also keine Panik hier. Alles ganz easy. So, einmal hier die einzige DRS-Zone hier. Und, oh, hinter Brot. 4 Zehntel, okay. Voll Overkill. Aber klar, okay, PJ hat noch keine Zeit. Weiß nicht, der Ferrari, also Olli, hat ja schon eine Zeit hingelegt. Kasusch oftmals, vor allem im Quali auch, einigermaßen gut stark. Weiß nicht, ob der schon eine Zeit hingelegt hat, aber nun gut. So, ja, Olli hat gerade vorher eine Runde hingelegt, wo ich noch in der Innenlap war. Und ja, eine Sekunde Vorsprung auf mich und was sind es dann? 6 Zehntel auf Brot. Wir schauen mal hier dem noch nicht Weltmeister zu. Mal hier eine smoothe Runde, wie man es machen sollte, könnte, wie auch immer. Weil ich gerade hier gedacht habe, dass er ein bisschen weit außen war, oder? Hätte ein bisschen enger fahren können. Soll jetzt keine Kritik sein, aber versucht die enger zu fahren. Vielleicht bin ich deshalb langsam. Ich stehe generell in den Rechtskurven immer so ein bisschen weiter außen. Aber halt die Kurven, wenn man hier so gerade die langen gezogen, so richtig schön smooth. Ich bin immer so ein bisschen so hakelig durch die Kurven manchmal so mit Sachen korrigieren. Hier so richtig schön. Man muss sagen, es sieht halt fast aus, als würde er mit dem Lenkrad fahren. Aber er fährt mit dem Controller. Das ist halt richtig übel.
So, dann einmal hier in die Doppel-Links rein. Hier richtig schön, ja. War bei mir nicht so schön. Ich war nicht so weit innen. Mich hat es dann aber auch zu früh rausgetragen. Bei der letzten Links dann. So, hier einmal. Ja, mit Vollspeed, ja. Nicht lupfen. Also mit den Softs und mit den Mediums kann man die Linkskurve gut nehmen mit Vollgas. Bei den Harten bin ich mir nicht ganz sicher, ob man vielleicht ein bisschen lupfen muss. So, einmal hier eng durch. Und dann. Bam. P1. Zwei Zehntel. Oh, aber nur zwei Zehntel schneller als Olli. Okay. So, das war jetzt ein bisschen hier ganz schön schnell. Wir haben das Qualifying in den letzten 5 Minuten abgebrochen, weil jemand reinkam, den wir nicht drin haben wollten, weil er sich einfach daneben benommen hat. Ja, sehr schön. Und ja, wir haben jetzt einfach gesagt, die Zeiten, die jetzt gefahren wurden, zählt. Ich meine, klar, man hätte sich noch verbessern können, aber jeder hätte sich theoretisch verbessern können, also bleibt es eigentlich irgendwie fair. Das heißt, wir starten von P4, also um mich rum, lauter Softs-Reifen. Schon wieder so ein Schnecken-Williams unterwegs. So, ich habe mal geplant, eigentlich Hard-Medium zu fahren. PJ ist zum Beispiel auch auf den Harten. Olli zum Beispiel auch. Mein Teamkollege probiert es mit den Soften und die hinter mir sind auch auf den Soften. Ja, ein bisschen. Schauen wir mal. Erste Kurve gleich. Oh, wird. Oh, Olli ein bisschen langsam. So ein bisschen vom Gas gehen. Okay. Alle schön durch die erste Kurve durch. Sehr nice. Aber die dritte, was ist? Dritte Kurve, vierte Kurve? Von mir nicht schön. Ja, okay, hat nur ein bisschen blöd reingefahren. Also keine Kontakte oder so. Aber jeder schön durchgekommen. Das muss ich aber halt schon ein bisschen gucken, ey. Weiß jetzt nicht, ob das so schlau war mit den Harten hier. Vor allem frage ich mich, wenn die mit den Softs-Reifen fahren, was für eine Taktik die fahren. Also das Spiel hat mir zum Beispiel auch Medium-Soft vorgeschlagen. Oder war Soft-Medium? Ja, ist eigentlich egal. Aber ich bin der Meinung, das wird halt ganz schön grenzwertig mit dem Reifenmanagement, wenn man mit den zwei weicheren Reifen fährt, anstatt mit dem harten und dem mittleren. Aber nun gut, wir werden sehen, wie das Rennen verläuft. Ich weiß auch gar nicht, hinten Basti und Rinkashi, vielleicht einer von beiden oder sogar beide mit Medium, keine Ahnung. Müssen wir mal schauen. Ja, guck mal. Ah! Mit den harten Vollgas durch. Geht doch auch ganz gut hier. So, und der Ferrari muss da aber irgendwie nach hinten gehen. Wir müssen ja ein bisschen was aufholen. So, erste Runde lief schon einigermaßen gut. Aber, oh, Overkill hat immer eine Sekunde auf mich. Jetzt muss noch Kasu auch da in außerhalb dieser Sekunde gehen. Wäre doch schon ganz nice. Uiuiuiui, wo ist der? Wo ist der? Okay, der war gerade nah dran. Gar nicht gesehen, nur so einen roten Pfeil. Was hat er denn da gedacht, was er da machen möchte? Man muss halt übelst aufpassen. Hart gegen. Zweite Runde, Verwarnung. Nice. Ja, hart gegen Softreifen. Das ist halt schon. In den Kurven können sie schneller und Kurvenausfahrt können sie eigentlich schneller. Aber ist die Frage, ob dann Richtung Ende vom Rennen, weiß nicht, ob es da dann vielleicht ein bisschen schlechter für die Softstarter wird. So eine 50-50 Chance. Man weiß natürlich auch nicht, Safety Car, wie was kommen könnte. Ui. Jetzt fährt mir Brot minimal weg. Sollte man so ein bisschen auch schauen, dass wir im DRS-Fenster bleiben. Ansonsten kommt Kasu dann demnächst ziemlich einfach vorbei, wenn er so dran bleibt. Du kannst jetzt das DRS verwenden. So, DRS wäre möglich. Das war ganz leicht gerutscht, bisschen zu eng. Da müssen wir wirklich ein bisschen aufpassen.
So, das Ganze 100%. 53 Runden. Eieieiei. Weiß ich, Japan können wir auch 50% fahren. Wäre vielleicht ein bisschen angenehmer. Strecke schon, sag ich mal, einigermaßen anspruchsvoll. Vor allem, wenn man so einen Williams da hinten an der Arschbacke hat. Oh, es war ein bisschen früh gebremst. So. Oh. Mein Brot muss ich noch ein bisschen rankommen, damit ich auf der Zielgeraden DRS bekomme. Aber er hat ja natürlich schon den guten Reifenvorteil. Aber eigentlich... Klar, okay, dritte Runde jetzt, gell? Aber eigentlich würde ich sagen, halte ich mich noch ganz gut. Gegen die Softs mit den Harten. Oh, nee, Kollege. Da kommst du schon nicht vorbei. Aber er ist halt so nah dran. Er bekommt das DRS, ich bekomme es nicht. Oh, was? Boah. Alter, wieso geht denn da so innen rein? Okay. Hat so komisch versetzt. Hat dadurch auch übelst jetzt irgendwie Zeit verloren. Ja, jetzt kommt er wieder ein bisschen ran wegen DRS. Schafft's aber zum Glück nicht. Alter, wäre er normal hinter mir geblieben bei dieser Schikane und so nah dran gewesen, dann wäre er jetzt auf der Geraden easy vorbei gewesen. Aber irgendwie... Er ist jetzt nicht richtig reingestochen, aber so... So ein bisschen, keine Ahnung. Oh, was willst du denn hier? Ich habe immer so das Gefühl, der will gleich hier bei den S's immer innen reinstechen. Und dann side by side durch die S's. Uiuiui, das kann ja was werden. Naja, und ich verliere halt nach vorne ein bisschen den Anschluss. Jetzt ist die Frage, ich habe gar nicht genau so geschaut, wo dann theoretisch die Softs reifen, wie lange die halten. Dass man so ein bisschen, sag ich mal, predicten kann, wann sie einbrechen. Aber ich würde halt sagen, so, ja, 10. Runde. Wenn ich bis zur 10. Runde schaffe, dann kann es so langsam dieser Schwellwert kommen, dass die Harten langsam gut werden und die Softs langsam abbauen. Also ganz grob, es kann natürlich auch sein, geht ein bisschen schneller oder langsamer. Aber so ganz grob gesagt... Wobei ich jetzt die Harten gar nicht so schlecht finde. So, was macht er jetzt? Ja, kann ich halt nichts machen. Ja, zieht aber irgendwie langsam. Hä? Okay. Zieht nochmal zurück, obwohl er eigentlich vorne war. Ansonsten fährt der Kerl hier schon manchmal ein bisschen aggressiver. Okay, sehr interessant. Dass er da zurückweicht. Aber mir soll es recht sein. Aber wie gesagt, ich kann mich gut wehren gegen den Soft eigentlich. Klar, wenn er so mega nah dran ist auf der Zielgeraden in der DRS-Zone, ja, schon, kannst du halt echt nichts machen. Also schon 10% auf den Reifen nach 5 Runden. Boah, ja. Finde ich, also wenn ich selber auf den Harten schon 10% habe. Boah. Dann denke ich mal, die Soften müssen dann schon mal einiges mehr haben. Ob die da mit einem 1, also mit einem 1-Stopper Soft-Medium, bin ich der Meinung, kommen sie nicht durch. Aber wer weiß. So, jetzt hat er ein bisschen nachgelassen. Oh, könnte sein, dass Kazu DRS bekommt. Ja, ich glaube schon. Aber er war eigentlich schon eine Sekunde mal weg. Aber halt, ja, vor der Linie, wo es zählt, war er halt noch unter einer Sekunde. Aber hat jetzt ein bisschen nachgelassen. Mal gucken, ob wir es jetzt schaffen. Oh, mein Heck. Uiuiui. Ja, toll, jetzt voll den Flow weg. Oh, und da klebt er mir wieder. Hinten dran, ey. Er war fast eine Sekunde weg. Wäre ich die Runde jetzt einigermaßen schön gefahren, hätte es vielleicht funktionieren können, dass
er nicht in mein DRS kommt. Und dann rutsche ich in den Estus rum. Ah, verdammt. Das wäre die Chance gewesen. Overkill dadurch auch wieder gut was aufgeholt. Eigentlich muss Kazuo auch ein bisschen aufpassen, dass Overkill eine Sekunde von ihm wegbleibt. Oder auch nicht. Dann greift Overkill Kazuo ein bisschen an. Dann habe ich vielleicht auch ein bisschen Chancen, wieder wegzufahren. Kommen wieder so Monza-Vibes zurück. Da hat es mir ein bisschen was gebracht. Aber es kann natürlich auch sein, dass Overkill dann an Kazuo vorbeizieht und mich dann noch überholt, je nachdem. Kann Vorteile oder auch Nachteile daraus ziehen. Aber Podium, ja, ist schon ein bisschen weg gerade. So, und ja, Kazuo sollte jetzt auch dann mal ein bisschen nach hinten schauen, so wie es jetzt aussieht. Ich ein bisschen nach vorne, dass ich hier schön durchfahre, dass ich hier nicht so Zeit verliere. Das war natürlich ein bisschen blöd in der letzten Runde. Hier ein bisschen weit raus. Ich finde, an manchen Stellen ist Kazuo mega nah dran und dann wieder mega weit weg. War es gerade bei 3 oder 4 Zehntel? Moment mal, schon Mercedes hinter mir. Aber trotzdem, aber jetzt dann quasi trotzdem 3 oder 4 Zehntel dahinter und jetzt eine Sekunde weg. Aber jetzt im Vorteil, jetzt haben sie ein bisschen gefightet. Jetzt ist Overkill hinter mir. Wäre aber über der Sekunde. Jetzt muss ich das noch ein bisschen halten können. Und dann schauen, wie die Zeiten sich entwickeln. Und guck mal, jetzt sind wir einen Sektor gefahren. Und vor dem letzten Sektor war Kazuo halt 3 Zehntel hinter mir und jetzt 2,8 weg. Schon krass, wie das manchmal passieren kann. Wie das springt. War auch ein bisschen eng gefahren. Aber wir sind mal... ja, einigermaßen aus der Gefahr. Klar, 3 Zehntel, dann kommt DRS wieder, wenn ich jetzt nach hinten schaue. Aber erstmal so aus der Gefahr, weil es kein DRS gab. Aber ich fahre halt trotzdem noch gegen Softs-Reifen. Aber wie gesagt, wir könnten jetzt halt schon so bei Richtung 30% sein. Das heißt, sie funktionieren noch einigermaßen gut, aber noch so, ja, ja wie gesagt, so... zur Runde 10, Runde 11, dann würde ich sagen, dann brechen die Softs langsam ein. Und die Harten halten natürlich noch ein bisschen. Dann sieht es für mich ganz gut aus. Es ist halt nur die Frage, was für eine Reifenstrategie die ganzen Softfahrer geplant haben oder was sie auch dann endgültig fahren. Ich denke, mit Hard Medium bin ich ganz gut im Einstopper. Aber das ist die Frage, was die Soft-Leute machen, die halt auch in einen Stopper fahren. Aber die müssen dann halt den Soft und den Medium halt extrem ausreizen. Also sie fahren ganz krass auf Soft-Hard. Naja, vielleicht halt auch noch eine Überlegung. Guck mal, mein Boxen-Stop-Fenster sagt Runde 28. Aber es ist halt auch irgendwie, ich vertraue dem Ganzen nicht so, weil 28 Runden auf dem Harten... und dann, ja, wobei, 25 Runden noch auf Medium. Das sind halt 3 Runden Unterschied. Weiß nicht. Finde ich halt ein bisschen seltsam. Und deshalb finde ich auch seltsam eine Soft-Medium-Strategie. Also die wurde mir auch vorgeschlagen. Aber ja, sieht doch mal ganz stabil aus. 1,5 Sekunden nach vorne, nach hinten. Olli schon 9 Sekunden weg, okay. Oh, der jagt so ein bisschen PJ gerade. Hängt da so hinten dran. Brötchen. Lass mich außen vorbei. Ui. Dankeschön. Ja, ein bisschen weit rausgekommen. Davor habe ich aber auch ehrlich gesagt ein bisschen Schiss. Gerade an der Stelle. Weil, ja.
in dieser langgezogenen Kurve, wenn man da einen Ticken zu früh Gas gibt und dann so ganz minimal auf die Wiese kommt oder das Kies, ich weiß nicht, was ist da? Wiese, Kies, weiß ich jetzt nicht. Dann zieht es dich so knallhart raus. So, jetzt bin ich sogar vor den Softs-Reifen. Okay. Schon lustig, die Hard-Reifen führen das Rennen an. Gegen die Soft-Reifen. Aber im Grunde genommen können wir jetzt ein bisschen Teamarbeit machen und ich kann schauen, dass Brot in meinem DRS bleibt und dann von Overkill und Kasu ein bisschen wegkommt. Solange es natürlich geht und Overkill nicht näher rankommt. Können wir so ein bisschen Teamwork machen. So, gehen wir mal hier ein bisschen vom Gas. Oh, das kann sehr eng werden. Oh, ich sehe 9 Zehntel. Also, es sieht eigentlich ganz gut aus hier mit dem Teamwork. Overkill ist schon ein bisschen weiter zurückgefallen. Ich schaue, dass Brot einigermaßen im DRS bleibt, aber manchmal ist er so über eine Sekunde weg. Aber bis jetzt sieht es ganz gut aus. Wir fahren vom Mercedes weg oder von dem hinteren Feld, bleiben schön zusammen. Und ja, ich kann eigentlich eine gute Pace gerade fahren, auch jetzt mit den harten. Jetzt nach 13 Runden, sieht ganz gut aus, die Softreifen, wie gesagt, die lassen ein bisschen nach. Deshalb bleibt Brot ein bisschen in meinem Windschatten, oder in meinem Windschatten oder halt im DRS auch. Und dann stelle ich die Frage, dann kann er vielleicht sogar seinen Soft-Stint ein bisschen weiter rauszögern und dann auch ohne große Bedenken einen Einstopper fahren. So, die Zeiten steigen wieder ein bisschen. Schon bei 6,3 Sekunden. Brötchen schön im Windschatten. Und, oh, wie man jetzt hier eben sieht, Overkill und Kasu, beide auf den Softs-Reifen gestartet sind, gehen jetzt in die Box. Und mein Brötchen hat noch Reifen, wo er sagt so, er kann noch mithalten. Und solange er mithalten kann, ist alles gut. Kann deshalb ein bisschen länger fahren und deshalb... Ah, hier sieht man zum Beispiel, Basti ist auf Medium gestartet, so wie es ausschaut. Ist natürlich die Frage, Overkill und Kasu, auf welche Reifen die gewechselt sind. Aber wie gesagt, Brötchen kann seine Reifen ein bisschen schonen, kann die Pace noch mitfahren, wegen dem DRS, wegen Windschatten. Und ja, deshalb ist so gerade Team Order, solange er hinten dran bleiben kann, kann er noch draußen bleiben mit seinem Softreifen. Natürlich eine sehr gute Taktik. Gute Taktik gegen Mercedes und Williams. Oder halt gegen die zwei direkten Verfolger gerade. Aber halt, ja, nach vorne geht halt nicht so viel. Eigentlich sollten wir doch ein Ferrari platt machen. So, wir kommen gleich in Runde Nummer 20. Brot immer noch hinter mir. Und ja, er fährt einen richtig schönen langen Stint. Kann gut mithalten auf dem Softreifen. Overkill auf dem Soft. Okay, ja klar. Okay, er fährt Soft, Soft, Medium dann. Also er macht natürlich einen Doppelboxenstopp. Okay, ich dachte, die Leute versuchen eher auf einen Einstopper zu gehen. Brot versucht es jetzt natürlich, indem er lange draußen bleibt. Aber ich glaube, so langsam wird es halt auch schwierig. Man muss halt überlegen, guck mal, in Runde 28 soll ich reingehen mit dem harten Reifen. Wir sind in Runde Nummer 20. Und ich glaube, die anderen sind was in Runde 15 oder 16 mit den Softs-Reifen rein. Und ja, man merkt so langsam, wird es ein bisschen schwierig. Ich muss in den letzten 1-2 Runden noch ein bisschen langsamer machen vor der DRS-Zone, dass er noch reinkommt. Hier ist er halt auch schon wieder immer eine Sekunde weg. Klar, okay, kann natürlich auch mal ein Fahrfehler dabei sein. Aber halt auch natürlich ein bisschen hier Kurven-Exit. Okay, ja, schon vielleicht auch gerade ein bisschen rausgerutscht, aber... Man muss jetzt halt langsam auch ein bisschen kämpfen mit den Softs-Reifen und ja, jetzt ist halt fast zwei Sekunden weg. Vorher waren es mal so 1,3, da bin ich dann mal ein bisschen vom Gas gegangen, aber jetzt dann, ja, 2 Sekunden werde ich jetzt meine Pace weiterfahren und halten. Und könnte jetzt natürlich auch sein, dass es jetzt direkt in die Box geht. Jetzt hat er 33 Runden. 28 Runden auf Hard. Also ist bei mir jetzt hier der Plan.
könnte eigentlich sogar fast schon auf den Harten gehen und einen Einstopper riskieren. Und nicht auf dem Medium. Oder er fährt noch eine Runde. Das kann natürlich auch sein. Er fährt noch eine. So, wir sind bei ja, 40% Reifen, kann man sagen, nach so 20 Runden. Das heißt, nach 30 Runden wären wir bei 60. Das heißt, bis 30 kann man gut fahren, den Harten. Rot geht jetzt in die Box rein. Ah, bin jetzt mal gespannt. Weiß nicht genau, was er sich holt. Oh, doch, den Harten. Ja, guck. Und er muss jetzt 31 Runden mit dem Harten fahren. Also er kann eigentlich ja schon einen Stopper fahren. Klar, er fällt jetzt schon sichtlich hinter Overkill, aber Overkill muss halt auch nochmal in die Box rein, weil er ist noch keine zweite Reifenmischung gefahren. Und, ja, man sieht zum Beispiel Kasusch nicht vorbei. Also Kasusch am Brot nicht vorbeigekommen. Und, klar, okay, Overkill ist wohl zu weit vorne, weil er halt mit dem Softs-Reifen ein bisschen schneller ist. Aber er muss halt diese, ich sage jetzt mal, grob 20 Sekunden rausfahren. Guck mal, 24 Sekunden hat Brot jetzt auf mich. Ja, sogar ein bisschen mehr wie 20 Sekunden. Diese 20 Sekunden muss halt Overkill mit dem Softreifen jetzt eigentlich rausfahren, damit er diesen zweiten Boxenstopp ohne Nachteile machen kann. Und im Endeffekt, ja, okay, ist das die Frage, wann er sich den Medium-Reifen holt. Und ich hole mir dann auch den Medium-Reifen, dann sind wir beide zum Vergleich auf demselben Reifen. Er ist 15 Runden mit dem Soft gefahren, dann fährt er nochmal 15 Runden, dann sind wir bei 30. Ich kann eigentlich auch bei 30 Runden mit meinem Harten reingehen. Dann sind wir beide auf Medium. Ja. Dann hat er eigentlich keine Vorteile. Und ich bin ja schon mit dem schlechteren Reifen vor ihm gewesen. Und er muss halt diese 24 Sekunden reinfahren wegen dem zweiten Boxenstopp. Ah, sind wir mal gespannt, wo wir dann rauskommen, wenn wir beide den Stopp machen. So, Olli geht in die Box und holt sich ein Softreifen. 23 Sekunden mit dem Soft. Okay. Boah, ist das die Frage. Ich gehe jetzt auch in die Box. Aber Softreifen ist halt schon übel. Klar, Overkill ist schon ein bisschen gut rangekommen, aber eigentlich auch. War, glaube ich, beim Boxenstopp auch so 5 oder 6 Sekunden weg. Jetzt auch 5 Sekunden. Guck, er geht auch in die Box rein. Okay. Ich hole mir Medium, weil, wie gesagt, der Softreifen ist mir zu, also zu extrem oder zu risikohaft. So, Overkill holt sich auch ein Medium. Wir müssten 5 Sekunden auseinander sein. Im Grunde genommen, ja, wo wir den... Klar, er hat jetzt mit dem zweiten Softsatz hat er schon aufgeholt. Aber halt im Vergleich zu den neuen Harten gegen neuen Soft war ich schneller. Ah, während Kase ein bisschen rutscht, ist jetzt auch schon ein paar Runden auf dem Medium. Das heißt, da müsste ich auch einen Reifenvorteil haben. Die Frage, was Kase macht, ob der nochmal vielleicht am Ende auf den Soften geht oder so. Müssen wir mal schauen. Und 7 Sekunden auf Brot. Okay. Ist ein bisschen weit weg. Oh, 3,3 Sekunden auf Overkill. Okay. In der Boxeneinfahrt waren es 5 Sekunden. Wo kommen jetzt die 2 Sekunden her? Okay, wir müssen da vorbei. Setz Überholen ein. Überholen. Ja, soll ich jetzt überholen oder wie? Chill mal dein Leben. Ich guck mal, dass ich weiter... Oh, was passiert denn da? Oh, oh, oh. Ich wollte schon sagen, ich wollte gucken, dass ich ein bisschen näher rankomme und dann auf der Zielgeraden überhole. Okay. War jetzt nicht so schlimm, der Fehler, aber wir sind näher rangekommen. Überholen war jetzt nicht ganz möglich. Aber jetzt dann auf der Zielgeraden. Jetzt bleiben wir da schön dran. Versuchen wir dran zu bleiben. Und dann sind wir da ziemlich schnell vorbei. Und zack. Einmal flutschi vorbei. Und dann schauen wir mal, wie Overkill nachzieht oder auch nicht. Erstmal muss ich schauen, dass ich aus dem DRS rausbekomme. Oh, guck mal, jetzt hat Overkill wieder 4,4 Sekunden auf mich. Okay, ein bisschen komische Schwankungen drin.
Aber ich möchte mich jetzt ja auch nicht beschweren. So, Kasu 8 Zehntel. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit zur DRS-Zone, aber ja, müssen wir schauen. Das sieht ganz gut aus. Ja, aber im Grunde genommen, er ist ja, glaube ich, auch in der 15., 16. Runde in die Box gegangen. Das heißt, er hat jetzt halt auch schon wieder so 16 Runden auf dem Medium drauf. Das merkt man halt schon. Und ich bin, ich glaube, in der zweiten Runde mit dem Medium, gell? War schon wirklich die Frage, ob der da zu Ende fährt. Mit dem Reifen. Das ist wirklich eine gute Frage. So, wenn wir nach vorne schauen, PJ auf dem Medium. Er fährt dieselbe Strategie wie ich, okay. Aber die Frage ist, wo Olli mit dem Softreifen. Ob er da einen Fehler macht oder nicht. Andererseits hat er, glaube ich, jetzt einen kleinen Vorsprung zu PJ. Kann den verleihen. Wow! War das gerade eine Berührung? Nichts kaputt gegangen eigentlich. Eieieiei. Ja, was wollte ich jetzt sagen? Ja, vielleicht kann Olli die Führung noch ein bisschen weiter ausbauen wegen dem Softreifen. Aber Richtung Ende des Rennens wird PJ halt schneller sein. Hallo Brötchen. Na, möchtest du später DRS snacken? Overkill 3 Sekunden weg. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. So, dann komm mal wieder mit in den... Ja, DRS-Train ist jetzt nicht ganz. Aber komm in meinen Windschatten, in meinen Luftkanal. Bisschen schauen. Wieder ein bisschen gegen Overkill arbeiten. Auch wenn es sich jetzt irgendwie fies anhört, gell? So, wir können wieder nochmal kurze Analyse machen. Reifen bei 10%. 36 Runden. Ich war bei Runde 30 in der Box. Boah, 6 Runden, 10%. So, bei 12, 18, ja, 24. Sollte eigentlich schon einigermaßen gut klappen, oder? Behalte den Abstand nach vorne im Auge. 32,5 Sekunden. Ja. Würde man sagen, die Medium-Reifen fahren mir so bis 35% und dann müsste das Rennen zu Ende sein. 35% ist eigentlich ja noch ganz gut, hey. Wenn du überlegst, die harten bin ich bis 60% gefahren. So, Brötchen. Oh, da war gerade eine Sekunde mal. Gucken, ob er dran bleibt. Muss halt dranbleiben. Weil. Ja, Overkill. Oh, er scheint auch schon unter 3 Sekunden. Fährt gerade eigentlich eine ganz gute Pace. Was ich ein bisschen seltsam finde, weil er mit dem Softreifen irgendwie schlechter war. Zum Vergleich. Oder er kommt jetzt so langsam nach 36 Runden in den Flow rein von Japan. So, aber Brötchen hat jetzt auch ein bisschen den Anschluss verloren. Ich dachte, er kriegt noch DRS jetzt. Aber jetzt ist halt schon ein bisschen weg. Wenn ich halt zu lange warte oder halt langsamer macht, damit er im DRS bleibt, ist halt die Frage nicht, dass Overkill dann kommt und beide Positionen sich holt. Da müssen wir schon ein bisschen dagegen arbeiten. Na, jetzt ist halt ein bisschen weg. Naja, wir haben so gut wie möglich, also vor allem während der Phase mit dem Softreifen lief es ja ganz gut, hey. So, und wieso ist jetzt eigentlich Olli vor mir mit dem Softreifen? Hat jetzt PJ überholt oder war der in der Box? Hat sich nochmal einen neuen Soft geholt. Aber der war ja nicht so weit weg, dass sie so nah aneinander sind nach einem Boxenstopp, nach einem zweiten. Jetzt ist er wieder vorne. Ne, der fährt, glaube ich, schon noch mit dem aktuellen Soft. Okay, aber es wird für den noch sehr lange. So, wir kommen in die letzte Runde. Oh je, habe ich nicht predicted. 35% mit den Reifen. Ich glaube, ich hatte einen Rechenfehler. Wir sind jetzt so bei 50, aber alles noch im Rahmen. Okay, Brot ist ein bisschen weiter weg, weil er nochmal in die Box ist, sich neue Mediums geholt hat.
Aber er war ja dann eh hinter Overkill und hatte genug Platz nach hinten zu Kazu, um da sich einen zweiten Boxenstopp rauszuholen. Overkill, boah, das war zwischenzeitlich auch mal. Er war dann irgendwann bei 3 Sekunden, konnte ich ihn halten. Dann hat er aber irgendwann mal einen richtig krassen Fehler wohl reingehauen. Und ja, seitdem ist schon ein bisschen weg. Und da vorne, der Fight, PJ gegen Olli. War ich auch interessant, die haben sich immer so abgewechselt. Und irgendwann hat Kapitscher entschieden, keine Ahnung, dass er, ich weiß nicht, in der letzten Runde habe ich es nicht richtig mitbekommen, weil er ist in Runde 51 in die Box gegangen und hat sich Softs geholt, obwohl die immer so nah aneinander waren. Außer er hat dann vielleicht irgendwann gemerkt, dass der Medium-Reifen gegen den Softs Richtung Ende gar keine Chance mehr hat und wollte sich die schnellste Runde holen. Oh, schafft das? Ja, schafft er natürlich. Aber halt P2. Ich weiß es nicht, ich habe es vorne jetzt nicht gesehen, wieso er in die Box ist, weil er dadurch ja zu 100% auf P2 kommt, weil die ja immer nah aneinander waren. Die haben auch sich immer so ein bisschen gegenseitig überholt, so vor Runde für Runde. Aber vielleicht Richtung Ende hat er dann einfach gemerkt, dass der Medium-Reifen keine Chance gegen den Soft hat. Wobei er Olli theoretisch ja richtig krass abgefahrene Softs hat. Und er hat einen Soft-Reifen, war glaube ich früher in der Box als ich. Und ich habe jetzt 50% auf meinen Mets. Keine Ahnung, da muss er bei 70-80% sein, oder? Volles Risiko. Aber ja, eigentlich unerwartet eigentlich doch wenig passiert hier in Japan, gell? Zum Grunde genommen. Hätte gedacht, da passiert was, irgendjemand fliegt voll aus den Esses raus oder so. Kontakte oder so, glaub groß gar nicht. Also sorry, wenn ich da was Falsches sag, aber... Das mit Overkill, wo er dann plötzlich so 4-5 Sekunden auf mich verloren hat, da schon, glaub, selber gefahren, einen eigenen Fahrfehler wohl vermutlich gehabt, weil Brot eigentlich weit genug weg war. Hätte gedacht, hier passiert mehr in Japan. Speziell hier, Sektor 1. Aber, ja, schön ruhig und fair eigentlich geblieben. Aber halt trotzdem, also 40 Sekunden auf nach vorne hin. Theoretisch auf PJ auch, wenn er nicht Zwei-Stop-Strategie gemacht hätte. Das ist halt schon krass. Wir fahren halt so pauschal eine Sekunde schneller pro Runde. So, Fahrerin des Tages. Overkill. Ein Fahrer des Tages, natürlich. Wobei, ich weiß nicht. Hab keine Beweise. So, ein Alpin. Auf dem Podium und voll gemischt hier. Red Bull, Ferrari, Alpine. Kein Team doppelt. Ja, okay, hätte es vielleicht noch mal ein bisschen anders ausgesehen, wenn Blade Zeit gehabt hätte. Dann wäre vielleicht der Ferrari nicht da gewesen. Ah ne, Ferrari hat ja gewonnen. Dann wäre Peach vielleicht nicht da gewesen. Ja, sehr schön. Eigentlich hier sehr solide. Ich dachte, es wird vielleicht ein bisschen schlimmer. Eigentlich kann ich sagen, eigentlich bin ich relativ gut durchgekommen. So 2-3 kleine Rutscher oder so, Ausflüge. Aber jetzt so was Krasses hatte ich jetzt auch nicht. Also richtig nice. Und ja, mit Brot zusammen 25 Punkte. Und Olli macht alleine 25 Punkte. Und ich dachte, wir können auch Ferrari aufholen. Das haben wir nicht aufgeholt, aber natürlich auch nichts verloren. Aber ich bedanke mich fürs Einschalten. Wir sehen uns beim nächsten Part. Hoffentlich wieder. Bis dahin, wieder schauen und reingehauen.